Mein Name ist Narendra Singh. Meine Frage ist, wie ich Prüfungen bestehe, ohne zu lernen. Oh, Narendra Singh. Wie besteht man Prüfungen, ohne dafür zu lernen? Mein Wunsch und mein Segen sind... Mein Wunsch und mein Segen sind, du sollst nicht bestehen. Denn wenn du sagst, wie eine Prüfung bestehen, ohne dafür zu lernen, was du sagst, ist, wie ein Zeugnis bekommen, ohne eine verdammte Ahnung von irgendetwas zu haben. Also, wenn du ein Arzt wirst, ohne zu wissen, was du wissen solltest, hast du bestanden und wurdest ein Arzt. Wir wissen nicht, wie vielen du das Leben nehmen wirst. Ohne zu studieren oder zu wissen, was du wissen solltest, wurdest du ein Ingenieur. Du baust die Kolkata-Brücke. Bevor jemand diese Brücke überquert, fällt sie den Menschen auf den Kopf, kostet anderen das Leben. Wir wissen nicht, welche anderen Katastrophen du verursachen wirst. Was mit dir passiert ist, ist Folgendes. Du hast dein Ego gestärkt und dein Verlangen gesteigert. Nun, was du zu tun hast, ist dies. Du musst deine Intelligenz stärken und deine Kompetenz erweitern. Das ist es, was du tun musst. Darum geht es in der Bildung, darum geht es im Leben. Aber leider denkst du, Bildung bedeutet das Bestehen einer Prüfung. Bei der Bildung geht es nicht um das Bestehen einer Prüfung. Bei der Bildung geht es um das Lernen. Es sieht so aus, als ob die Welt das vergessen hat. Nun, diejenigen, die Prüfungen bestehen wollen, ohne zu lernen, diejenigen, die gewinnen wollen, ohne das Spiel zu spielen, diejenigen, die für Dinge geehrt werden wollen, die sie nicht getan haben, diese Menschen werden eine Sache erreichen. Sie werden sterben, ohne gelebt zu haben. Diese eine Sache werden sie erreichen. Denn wenn du leben willst, musst du dich einbringen. Du musst deine Intelligenz und Kompetenz stärken. Etwas nach deinen besten Kräften zu tun, darin ist Erfüllung. Darin ist Freude. Darin ist Leben. Eine Prüfung zu bestehen, ohne dafür zu lernen, ein Spiel zu gewinnen, ohne zu spielen, geehrt zu werden, ohne es verdient zu haben, ist einfach nur Ego-Befriedigung. Sich umzuschauen nach Menschen, die gescheitert sind und sich ein wenig besser fühlen als sie. Wie ich schon sagte, du wirst sicher sterben, ohne gelebt zu haben. Wenn du denkst, eine Prüfung zu bestehen, ohne dafür zu lernen, ist ein Erfolg. Zu sterben, ohne gelebt zu haben, ist definitiv ein super Erfolg. Und du wirst erfolgreich sein. Was, Narendra Singh, Dhoni oder Modi? Nein. Das ist ein Meister in allem. Einer, der die Prüfung bestehen will, ohne zu lernen, ist ein Meister in allem. Wenn du ein Meister in allem bist, bist du ein Verrückter. Wenn du ein Meister in etwas bist, gibt es ein enormes Streben, um Meister in etwas zu werden. Du bist ein Meister in allem, weil du ein Verrückter bist. Und wenn du ein Meister in allem wirst, heißt es, dass du keine Ahnung von irgendetwas hast. Ja? Du hast keine Ahnung von irgendetwas. Narendra Singh. It's
Es ist mein Wunsch und mein Segen. All those who don't study must fail. All those who do not know how to play must lose. Alle, die nicht lernen, sollen scheitern. All jene, die nicht wissen, wie man spielt, sollen verlieren. Ja? Alle, die es nicht verdienen, werden in dieser Welt nicht geehrt. Das ist mein Wunsch. Das ist mein Segen. Du bist einfach an den falschen Typ gekommen. Es gibt Menschen, die dich segnen werden. Mach dir keine Sorgen, lerne nicht. Mein Segen ist da, du wirst bestehen. Ich bin keiner von denen. Du bist einfach am falschen Ort gelandet. Was? Meister in allem? Wenn du keiner wirst, ist es gut. Wenn du Meister in allem sein willst, wird es dir das Leben auf so viele verschiedene Arten zeigen. Wenn du scheiterst, ist es gut. Zumindest weißt du, du bist nicht fit genug, um den nächsten Schritt zu machen. Ja oder nein? Wenn du ein Spiel verlierst, weißt du, du bist nicht gut genug. Stimmt? Das ist die Idee des Scheiterns. Das ist die Idee von Bestehen und Scheitern, dass ich weiß, ob ich fit genug bin, um den nächsten Schritt zu machen oder nicht. Nicht um die Welt zum Narren zu halten. Du kannst die Welt zum Narren halten, aber das Problem ist, du willst solch ein Experte werden, du wirst aus dir selbst einen Narren machen. Das ist das größte Problem. Also, Narendra Singh, nicht Dhoni, nicht Modi. Hinter diesem Namen steckt ein enormes Streben. Belassen wir es dabei, sonst werde ich noch gemeiner. Weil ich keine Menschen mag, die bestehen, ohne zu lernen. Sadhgurus Worte sind präzise und prägnant. Wir haben unser Bestes gegeben, um diese Worte auf Deutsch zu übersetzen. Wir bitten um Entschuldigung für jegliche Übersetzungsfehler. Es ist unsere Absicht, anderen Menschen den Zugang zu dieser Weisheit auch auf Deutsch zu ermöglichen.